Hallo zusammen, schönen Abend. Ich war jetzt schon länger nicht mehr mit euch gemeinsam im Garten. Ich habe jetzt gedacht, wir machen jetzt ganz spontan einfach einen Gartenrundgang. Guck mal, bei uns geht nämlich gerade die Sonne unter. Und hier sind wir jetzt gerade hinterm Haus. Und abends sind wir ganz schön. Abends haben wir nämlich hier am Spielhaus perfekt die Sonne. Dann ist es da auch nicht so kalt. Und die Mädels, die turnen hier noch rum. Und was ich euch wirklich zeigen muss, das sind hier die Pflanzen. Die sind einfach richtig explodiert. Wir haben die ja wirklich vor 3 Jahren mal eingepflanzt. Und seitdem im Prinzip hier, jetzt zumindest im Hochbeet, gar nichts mehr. Also das wächst einfach alles jedes Jahr nach. Guckt mal. Und dann ist es wirklich so ein Ort, an dem auch so kleine Bienen und Hummeln immer wieder herkommen. Dann haben wir da unser Gartenhaus. Hier drüben bauen jetzt die Nachbarn. Haben wir bald Nachbarschaft da. Hier, guckt mal, am Olivenbaum. Das ist auch voll schön. Also das liebe ich vor allem abends hier, weil wir hier den Olivenbaum haben, hier den Lavendel direkt drunter und Rosmarin. Also echt voll die Oase. Und dann kann ich euch noch unsere Elmira zeigen. Elmira ist ja unsere eigene Apfelsorte. Das ist die hier, die wächst jetzt auch schon richtig toll. Die müssen wir jetzt ein bisschen stabilisieren. Die knickt nämlich so ein bisschen nach hinten um. Die ist uns ein bisschen zu schnell gewachsen. Aber das kriegen wir hin. Und dann wird es auch wieder schön. So, Samira macht Hula Hoop im Garten. Auch schön. Ich habe jetzt gerade noch Brote gebacken, 6 Stück, weil wir morgen Besuch bekommen. Und es geht um unsere neuen Brotsorten, die neuen Brotbackmischungen. Haben wir 6 neue gemacht. Momentan haben wir Brot 1 bis 6, so ein bisschen dunkleres Brot und alle möglichen Brotsorten. Und jetzt gibt es dann auch Kartoffelbrot und mediterranes und Soft Rolls. Also richtig, richtig cool. Guck mal, dann haben wir hier unseren Kirschbaum. Die kann man, glaube ich, auch schon ein bisschen, so ein paar Tage dürfen sie noch reifen. Aber dann haben wir im Prinzip schon unsere schönen Kirschen hier mit dabei. Letztes Jahr hatten wir leider keine Kirschernte und auch keine Aprikosen. Da sind nämlich die Blüten weggefroren. Dieses Jahr sehe ich ein paar Aprikosen, aber leider auch nicht so viele, weil es doch Anfang des Jahres so warm war und dann wurde wieder kalt. Ja, und dann war es einfach wieder weg. Ja, dann haben wir hier unseren schönen Teich mit den Fischis. Der muss jetzt aber mal wieder entalgt werden. Und hier drüben unsere Hochbeete. Da habe ich so ein Salathochbeet. Also so ein bisschen Knoblauch. Nicht Knoblauch, sondern Knobloch. Knobloch ist im Prinzip wie Schnittlauch und Knoblauch so in einem. Dann Sauerampfer. Hier habe ich Petersilie, Rucola. Da hinten Frühlingszwiebeln. Hier haben wir jetzt auch schon Tomaten gepflanzt und Salat. Hier Hallo. Ist der Salatliebhaber. Ja, ich. Ja, ein richtiger Salatliebhaber. Schatz, ich geh, wir gehen gleich in Silicon Valley rüber. Ich gehe sauber machen, okay? Ja, okay. Ich komme auch sofort. Warte, ich mache noch kurz mein Video fertig. Und hier ist unsere Minze. Also Minze sollte man eigentlich nicht in ein Hochbeet setzen, weil Minze sich einfach mega verbreitet und ausbreitet. Man sieht es hier. Naja, egal. Es gibt Schlimmeres. Und hier haben wir dann, hier sieht es so ein bisschen leer aus, aber es wird auch voll. Und zwar sind es kleine Paprika, Peperoni und Chilis. Die wachsen hier jetzt noch schön. Und damit die Seite zur Terrasse hin immer schön aussieht, habe ich dort Lavendel und Schnittlauch hingemacht, weil es dann einfach immer wächst und immer schön ist. Und dann haben wir hier direkt bei der Lounge sozusagen, haben wir auch nochmal Salate und, ganz wichtig, Brokkoli, Romanesco und sogar Kohlrabi. Warte mal, ich zeige euch mal den Kohlrabi. Der Kohlrabi ist, wo ist er denn? Seht ihr ihn? Da hinten ist der Kohlrabi hinterm Rosmarin. Und ich liebe diese Blumentöpfe. Wir haben von einer Freundin ganz viele bekommen, die sie extra für uns gemacht hat. Und jetzt schauen wir mal. Guckt mal, die Salate. Hammer, oder? Der Wahnsinn. Ja. Und jetzt versuche ich noch, oder was heißt ich versuche? Ich werde jetzt noch den Abend genießen. Ich gehe jetzt noch kurz mit Murat rüber ins Silicon Valley. Da schaue ich mir mal an, wie weit die Regale gekommen sind, denn wir haben heute Regale bekommen. Regalsysteme, T-Rack-Regale, das sieht hammermäßig aus.
Und hier sitze ich dann morgens gerne oder abends, wenn ich mir die Zeit nehme. Ich muss sagen, bisher habe ich dieses Jahr den Garten noch nicht so viel genießen können. Aber jetzt die Zeit, wo wir weg waren, zählt natürlich nicht dazu. Aber jetzt versuche ich jeden Abend zumindest rauszugehen und morgens auch mal so ein bisschen auf der Terrasse zu sitzen. Denn man muss das Leben auch genießen. Ja, aber heute habe ich, wie gesagt, ganz viel gebacken, weil ich morgen noch am Besuch da habe. Und ich mache es ja auch voll gern. Mir ist einfach nur wichtig, dass die Kinder jeden Tag draußen sind. Und das sind sie. Gerade eben haben wir noch mit dem Tolga gemalt. Der Tolga arbeitet bei uns. Erst hat er in Mannheim nur gearbeitet im Shop. Und jetzt haben wir ihn auch bei uns hier. Das ist echt schön. Und dann haben sich die Mädels hingesetzt und mit ihm gemeinsam gemalt. Das von Ella ganz alleine gemalt. Und Samira hat auch ein mega Bild gemalt mit einem Hamburger. Und das hat sie dann auch auf TikTok hochgeladen. Ach krass, habt ihr das gehört? Das war eine Kröte. Da war eine Kröte. Wir haben nämlich im Teich ganz viele Kröten. Die haben wir nicht hergeholt. Die kommen einfach von ganz alleine. Aber gut. Gut, bevor es jetzt zu spät wird und dunkel wird, gehe ich jetzt zum Murat und wir sehen uns morgen wieder.